von 0 auf 100 mit Emil Schumacher. Emil Schumacher wäre 100 Jahre alt geworden. Grund genug, um den Geburtstag des großen heimatverbundenen Künstlers entsprechend zu begehen. An diesem Freitag gab es viel Trubel rund um das Schumacher Museum. Der Künstler selbst eher bescheiden und zurückgezogen, hätte sich aber dennoch gefreut. Schüler vieler Schulen haben sich mit seiner Malerei beschäftigt und sich einiges an Aktionen einfallen lassen. Musik, Tanz, Bobbykarren und natürlich Bilder. Bilder, Bilder. Es ist gut, Kinder und Jugendliche für die Kultur zu begeistern. In seiner Kreativität, seiner Energie und Schaffenskraft ist Emil Schumacher sicher ein Vorbild. Ein paar Stimmen dazu konnten wir noch für Sie einfangen. So, Freitag, der 31. August und hier ist jede Menge los. Alles dreht sich um Emil hier und wir haben den Sohn von Emil Schumacher bei uns, den Dr. Ulrich Schumacher. Was sagen Sie zu dem Ganzen, was sich heute hier bewegt mit den Schulen? Also ich muss sagen, ich bin begeistert, mit welchem Einsatz hier die Schüler sich in die Materie Kunst eingearbeitet haben und die vielfältigsten Dinge produziert haben, mit welcher Begeisterung sie das auch machen, das ist großartig. Und ich glaube, das spricht für Hagen, dass hier so eine Aktion gestartet ist. Hagen, eine Stadt der Kunst. Was sagen Sie zu der ganzen Kreativität, die Emil Schumacher ausgelöst hat hier? Ja, ich bin begeistert, dass das so solche Folgen hat und vor allen Dingen, dass hier die junge Generation auch mit einbezogen ist, denn die sind hinterher diejenigen, die weiter auch die Kultur in Haag tragen. Ja, von 0 auf 100, Emil Schumacher, 100. Geburtstag, da habe ich mir überlegt, mit den Kindern Torten zu gestalten. Und zwar keine kleinen Torten, sondern riesengroße Pappmaché-Torten, von denen sich jeder auch innerhalb oder in Form eines Muffins sich jeder was mitnehmen kann, sodass wir den Geburtstag alle gemeinsam teilen können und mit allen zusammen feiern können. Das habe ich mit den ehemaligen Fünftklässlern gemacht. Die hatten auch unheimlich viel Spaß dabei. Mit den Größeren, mit den Elfern habe ich Collagen, Emil Schumacher Collagen gestaltet. Und zwar habe ich ganz viele Schnipsel, das sehen Sie hier, ganz viele Schnipsel zusammengestellt. Und insgesamt bestimmt über 100 Schnipsel. Und so feiern wir Emils 100. Geburtstag. Und Schumacher selbst auch im Unterricht erläutert, was den Künstler so ausmacht. Ja, vielleicht fragen Sie da mal die Schüler. Ja, gerne. Ja, Nina, erzähl mal was. Wie war das denn in der Schule mit Emil Schumacher? Das war alles, also wir hatten alle viel Spaß und wir haben halt alle so zusammen gefeiert. Also so jetzt feiern wir zusammen und wir haben alles so zusammen halt gemacht. Und ja. Und was im Museum waren? Ja, und das hat auch viel Spaß gemacht und wir sind jetzt auch alle viel schlauer über Emil. Mhm. Und was macht den Schumacher so interessant für dich jetzt zum Beispiel? Also ich finde seine Kunstwerke ganz schön, also was er so aus so Spritzereien alles so machen kann, so halt. Mhm, und das finde ich, ja. Noch jemand was sagen? Ich. Bitte gern. Ich finde das Emil Schumacher Fest toll und wir verkaufen schöne Muffins. Bitte greifen Sie zu. Okay, danke. Wir haben uns überlegt, wir machen was mit Form und Farbe und hatten die Idee, auf eine Leinwand mit drei Grundfarben einen Farbkreis entstehen zu lassen. Und momentan sieht es so aus, als würde das auch gelingen. Und die Kinder, die jetzt hier beteiligt sind, die machen das alle so nach Gefühl und aus dem Bauch raus und mit viel Freude, ne? Ja, würde ich sagen. Wir haben es einmal geübt, da sah es schon gut aus. Und ansonsten haben wir gesagt, lassen wir uns mal überraschen, ob es gelingen wird. Und der Künstler Emil Schumacher ist ja eigentlich auch jemand, der sehr impulsiv und sehr kreativ mit den Materialien umgegangen ist, ne? Genau, deshalb haben wir gedacht, ziehen wir unsere Schuhe aus, unsere Strümpfe und fangen an, mit dem Wischmopp zu malen. Dass es dann auch wirklich großflächig wird und ja, kreativ wird. Mhm. Und die Kinder, wie alt sind die jetzt, die hier beteiligt sind? Das ist eine dritte Klasse jetzt. Mhm. Die sind so neu. Haben Sie das Thema dann auch während des Unterrichts entsprechend erörtert? Ja, genau. Wir sind noch die Kulturstrolche und kennen uns jetzt aus schon mit Museum und Farbe. Und wir machen ja Aquarellmalen in der Schule und von daher hat es ganz gut gepasst. Mhm. Und auf die Weise bringen Sie auch so einen Expressionisten wie den großen Künstler
den Kindern näher, ne? Genau. Wir waren damals in der Ausstellung und durften im Museum malen und haben uns überlegt, das ist sehr interessant und jetzt wollen wir noch mehr erfahren und nähern uns dem Ganzen mal jetzt mit einer Aktion. Okay, dann herzlichen Dank und weiter viel Spaß, ne?